Hallo und herzlich willkommen auf deinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Lada Niva euch heute hier vorstellen. Kostet hier 2200 Euro, ist hier von euren Nachbarn des Vertrauens. Sieht man ja hier mit geschlossenen Augen schon. Ja, deswegen ist auch so günstig. Miete hier 112 Euro. Ja, 65 PS hat er, entsprechend hier 48 kW, 60 Liter Tank, 120 km auf der Straße und ein Gewicht von 1,7 Tonnen. Wahnsinn, ist ja schwer. Ja, also, da haben wir das gute Stück. Ja, brauchen wir auch hier gar nicht mal hier schmutzig machen oder alt machen. Sieht man schon, hier ist schon alt und ein bisschen schmutzig von Haus aus. Ja, Hängekupplung Hammer, 4x4. Ja, er hat sonst auch so keine besonderen Funktionen. Schauen wir mal. Sound auch so her standardmäßig. Ja, er macht hier Traktorreifenspuren, habe ich gerade gesehen. Das mal gleich hier uns eine Thatcher. Hupe, ja, ist gut hörbar. Ja, der Thatcher hier leider zu tief, wie wir gesehen, hier gesetzt. Und Anschlüsse hat er hier auch leider nicht. Wir schauen wir auch, ob der Hitchhaken hier auch geht. Oder Zugmaul eher gesagt. Für den Hitchhaken. So. Mal ranziehen. Bisschen nah. Ja, auch zu tief gesetzt, wie wir sehen. Fahren wir nochmal hier drüber. Sehen wir jetzt hier die Reifenspuren. Sind halt keine PKW-Spuren. Ja, ich glaube, Licht. Ob das funktioniert? Ja, Bremslicht schon mal. Rückfahrlicht auch. Das normale Licht haben wir schon mal. Da sehen wir aber hier, also stellen wir selber nicht mit Funktion vorne. Jetzt mit dem zweiten Mal F-Schalten, da wird mal was sichtbar. Mit dem dritten Mal ganz gut sichtbar. Blinker. Nein, leider hier keine Blinker mit Funktion. Innen drin hört man. Spiegel, ja, sind vorhanden, aber hier ohne Funktion, wie wir ja sehen, die sind ja auch uralt. Tacho, das ist hier mit Funktion. Kontrolllampe für Blinker hier auch leider hier ohne. Armatur hier innen drin beleuchtet. Sogar das Autoradio ist grünlich. Pedale hier leider nicht. Ja, schauen wir mal, wie er mal hier abgeht. Leuchtet sogar noch hier hinten das Licht von der Nummertafelbeleuchtung. So, schalten wir mal aus. Ja, schauen wir mal, also ab, quer, weiter langsamer. 80 km/h, 90, 100. Naja. Eureka. Aber so sehen wir jetzt hier. Also. Kardanwelle ist da nicht animiert. Aber schade irgendwie das Ganze. Ja. Dass der also mit dem Blinker das nicht so richtig funktioniert. So, dann denke ich mal, setzen wir das Teil mal hier zurück. Wo sind wir denn? Wir sind hier oben. Irgendwo muss er sein. Nein, nein, das ist falsch. Da sollte der nochmal jetzt hier zu sehen sein. Fahrzeuge sollten wir aktivieren natürlich. Dass wir das alles natürlich schick sehen. So, da haben wir das gute Stück wieder zurückgesetzt. Und ja, wie wir gesehen haben, also interessant zu fahren.
ist nicht so schnell. Traktorreifenspuren macht da. Was haben wir hier noch, wie wir hier sehen? Wir haben hier etliche. Ja, irgendwas wegen. Also ein Abgassystem. Das ist hier dieser X-House. I3D, No Fund, das ist was mit dem Abgas, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir hier ein paar Warnings drin. Ja. Ja, da kann man. Also, derjenige, was sich nicht auskennt, nichts machen. Dann haben wir hier einen Trigger-Sound, ein Warning drin und so weiter und so fort. Ja, wie wir gesehen haben, leider hier nicht lockfehlerfrei. Wäre ja cool gewesen für einen oder den anderen. Ja, das war's da soweit das ja. Ich hoffe, euch hat trotzdem hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut so wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.